Hallo und herzlich willkommen auf gamingfield.de zu unserer Review zu Dragon Age Inquisition. Wir beginnen mit der Charaktererstellung. Hier können wir zwischen Mensch, Elf, Zwerg und Kunari auswählen und unseren eigenen Helden erstellen. Nach einem schrecklichen Ereignis stürzt die Welt von Tedas ins Chaos. Eine riesige magische Explosion tötet jeden in der Umgebung. Und nur man selbst überlebt. Dadurch wurden einem auch ein Mal eingebrannt, mit dem man als einziger in der Lage ist, die vielen kleinen Risse in der Dimension zu schließen. Nun müssen wir die Inquisition anführen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Risse zu schließen, um die Kräfte des Chaos zu bändigen. The way to the temple should be clear. Liliana will try to meet you there. Then we'd best move quickly. Give us time, Commander. Make her watch over you, for all our sakes. Von Anfang an müssen schwere Entscheidungen getroffen werden, die den weiteren Spielverlauf ändern. Wie in den Vorgängern ist das Spiel im klassischen RPG-Stil gehalten. Man läuft, reitet und springt über die Landschaft. Zusätzlich sind natürlich eine große Hauptquest und viele einzelne Nebenmissionen vorhanden, sodass man sehr viele Stunden mit dem Spiel verbringen kann, um wirklich alles zu erforschen und das höchste Level zu erreichen. Mit Metallen und vielen anderen Stoffen, die man finden und abbauen kann, lassen sich zum Beispiel Waffen und Rüstungen schmieden. Ein Machtzuwachs ist auch von großer Bedeutung. Diesen erreicht ihr, indem ihr Nebenquests für Bauern, Schmiede und so weiter abschließt. Da wir diesen Test auf der Xbox 360 durchgeführt haben, lässt sich leider nicht sehr viel über die Grafik sagen. Aber man bemerkt einige Glitches im Spiel, wie das geringe Schweben in der Luft. Zum Sound. Manchmal sind Audio und Video von Gesprächen nicht synchron. Auch die Stimmen gefallen uns nicht immer zu 100%. Abgesehen davon hat das Spiel aber wieder mal einen wunderschönen und epochalen Soundtrack. We must act now, with you at our side. We'll see how this goes. That is all we ask. Help us fix this before it's too late. All die kleinen Fehler stören auch nicht. Das Spiel bringt eben seinen gewissen Spaßfaktor mit sich. Man will unbedingt weiterspielen, um neue Orte kennenzulernen und mit seinen Gefährten in ein neues Abenteuer einzutauchen. Mit einem neuen Feature ist ein Wechsel in die Vogelperspektive möglich, wobei das Spiel pausiert wird und man die Möglichkeit hat, jeden einzelnen Charakter eine bestimmte Aufgabe wie Beschützen oder Attackieren zuzuweisen, um vor allem Bosse mittels Taktik leichter zu besiegen. Auch der gewohnte Mittelalter-Stil geht nicht verloren. Mit klassischen Waffen wie Schwertern und Bögen, aber eben auch Zauberstäben etc. könnt ihr eure Angriffe durchführen. Dragon Age Inquisition bekommt von uns auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, da es wie versprochen fast alle guten Eigenschaften von Teil 1 und 2 vereint, aber dann eher auf den Next Gens oder den PC, da die alten Konsolen überhaupt nicht mit dem Spiel klarkommen. Yo Leute, willkommen auf der Endcard. Wir hoffen wie immer, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben und uns abonnieren. Rechts oben könnt ihr für unser letztes Video klicken und rechts unten könnt ihr euch die anderen Reviews von uns ansehen. Bis dann, Leute, und habt einen nice day.